Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt einen Herrn ansagen, den man gar nicht ansagen muss. Immer wenn ich dem zuhöre, fühle ich mich sehr, sehr klein anschließend. Meine Damen und Herren, hier kommt Albrecht Glaser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Freiheit und der Demokratie. Ich bedanke mich, lieber Freund Peter, für diese Organisation, für diese phänomenale Organisation. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass Sie die Courage haben, hierher zu kommen. Denn wir leben in einem Land, wo man die Polizei braucht, um die politische Versammlung einer demokratischen Partei zu besuchen. Dieses Land werden wir so verändern, dass das in Zukunft nicht mehr notwendig sein wird. Wir haben also, liebe Freunde, eine Staatskrise. Und diese Staatskrise ist nicht über Nacht gekommen. Angela Merkel sagt nach der Berlin-Wahl: Wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückspulen, um mich mit der ganzen Bundesregierung besser vorbereiten zu können auf eine Situation, die uns dann im Spätsommer 2015 eher unvorbereitet traf. Liebe Freunde, Sie lachen. Frau Merkel will die Bürger dieses Landes glauben machen, der Migrationsschub aus dem Orient sei ein Tsunami gewesen, der mangels Warnsystem spontan über Europa und Deutschland gefallen sei. Wir haben, liebe Freunde, 5 Jahre Krieg in Syrien, der mit kaputten Staaten, islamischen Glaubenskriegern und sich belauernden Großmächten zu tun hat. Wir kennen das explodierende Bevölkerungswachstum dieser Staaten. Afrika hat heute in diesen Tagen 1,2 Milliarden Menschen, sowohl der arabische Bogen wie die Subsahara, und wird 2050 2,4 Milliarden Menschen haben. Verdopplung dieser Zahl in wenigen Jahren. Und wir wissen seit Jahren, dass 23% der Menschen in den arabischen Ländern und 37% der Menschen in der Subsahara dem eigenen Chaos entfliehen wollen. Und 60 Millionen davon schon unterwegs sind. Und wir wissen, wie allein die Spanier seit Jahren gegen den Wanderungsdruck ankämpfen. Wir wissen übrigens auch aus den USA, dass Obama für offene Grenzen in Europa wirbt und gleichzeitig die Mauer gegenüber Mexiko baut, 3500 Kilometer lang. Wir haben, liebe Freunde, einen Auslandsgeheimdienst, wir haben diplomatische und konsularische Vertretungen und viele andere Erkenntnisquellen. Und Frau Merkel will uns den Bären von der Unvorhersehbarkeit der Invasion aufbinden. Das, liebe Freunde, ist nicht Torheit der Regierenden, das ist Verschlagenheit. Frau Merkel teilt weiter mit, dass manch einem Richtung, Ziel und Grundüberzeugung ihrer Flüchtlingspolitik so wörtlich nicht ausreichend klar geworden sei. Das ist ihr neuer Reueruf. Darum wolle sie sich in Zukunft bemühen und dabei sich selbst übertreffen, wie sie sagt, uns das zu erklären. Um Gottes Willen, sagen wir, das, liebe Angela Merkel, lass bitte sein.
Das sehen wir nicht als Versprechen, das sehen wir als Drohung. Die Botschaft der jüngsten Wahlen hat sie nicht verstanden. Die Richtung und das Ziel ihrer Migrationspolitik, die mit Flüchtlingspolitik nichts zu tun hat, ist uns klar. Die Zerstörung der staatlichen und kulturellen Biotope Europas und eben auch des Biotops Deutschland. Denn das sind wir. Ein funktionierendes, ein bisher noch funktionierendes Biotop. Das ist die unabweisbare Folge dessen, was Sie, liebe Frau Merkel, Politik nennen. Ob sie dieses Ziel genau angestrebt hat und noch immer verfolgt, Angela Merkel, oder ob sie den einfachen, gesunden Menschenverstand verloren hat, das ist die Frage, die sich viele Menschen innerhalb und außerhalb Deutschlands täglich stellen. Manche glauben, sie sei die letzte Waffe von Erich Honecker. Die Probleme Afrikas, liebe Freunde, sind in Europa nicht lösbar. Schon gar nicht durch Völkerwanderung. Und kein Asylrecht und keine Konvention darf ein Land zur Selbstzerstörung zwingen. Diese Selbstverständlichkeit wissen auch die Australier, die Polen und die Amerikaner. Und sie handeln danach. Auch das ist Völkerrecht, die Bewahrung der staatlichen Souveränität eines jeden Staates. So viel zur Gespensterdiskussion in Sachen Obergrenze. Auf geheimnisvolle Weise kam Angela Merkel zur Macht. Sie war durch nichts dazu prädestiniert. Multikulti sei gescheitert, sagte sie immerhin noch im Jahre 2003. Sehr wahr, ein kluger Mann ist im Saal, außer uns natürlich, außer den AfD-Leuten. Damals war sie noch auf der Höhe der Erkenntnis. Und Steuererhöhungen seien mit ihr auch nicht zu machen, hat sie gesagt. Nach der Machtübernahme in der ersten großen Koalition 2005 fand die größte Steuererhöhung statt, die es je in der Republik gab. Sie erinnern sich vielleicht. Die Mehrwertsteuer wurde von 16 auf 19 Punkte angehoben und das bedeutet 25 Milliarden Mehreinnahmen, Jahr für Jahr mit steigender Tendenz. Das ist die erste große Lüge also. Für 2005, liebe Freunde, war der große Staatsstreich geplant. Viele haben es vielleicht nicht aufmerksam verfolgt. Eine kleine Gruppe von Eurokraten, Verschwörer könnte man sie auch nennen, hatte einen europäischen Verfassungsvertrag entworfen. Ein Widerspruch in sich. Vertrag oder Verfassung? Durch einen völkerrechtlichen Vertrag sollte eine europäische Verfassung in die Welt gebracht werden. Sie hätte alle Verfassungen der europäischen Nationalstaaten außer Kraft gesetzt und dies für ein Linsengericht. Denn mit einer Demokratie, einer europäischen Demokratie, hatte dieses Konstrukt nichts zu tun. So geht Verfassung nicht, wie jedes Kind weiß. Der Bundestag hätte dennoch, mit welcher rechtlichen Begründung auch immer, dieses Dokument in die Welt gebracht. Er hätte durchgewinkt, wie er alles durchwinkt, was ihm die Regierung aufträgt. Gerettet, liebe Freunde, hat die EU-Staaten der Wille der Völker. Des Französischen und des Niederländischen. Sie haben im Frühjahr 2005 per Volksabstimmung das Machwerk zu Fall gebracht. Was lernen wir daraus?
wo es keine Volksabstimmungen zu vitalen Fragen eines Staates gibt, da gibt es auch keine funktionierende Demokratie. Die gelebte Volkssouveränität ist das eigentliche Fundament der Demokratie. Und ein Kreuzchen alle vier Jahre ist dafür kein Ersatz. Das war auch bei der Wiedervereinigung zu besichtigen. Sie war nicht das Werk der politischen Oligarchie des Westens. Sie war das Werk des Versagens der politischen Oligarchie des Ostens und dessen Folge das Werk des Volkes unserer mitteldeutschen Landsleute. Dies ist so einfach wie wahr. Dann, nach der tiefen Einsicht der breiten Mehrheit der politischen Elite der alten Bundesrepublik und fast aller Kaffeehausintellektuellen, die in den Medien als Klaköre auftraten, konnte und durfte es eine Wiedervereinigung nicht geben. Zitat: Wer heute das Gerippe der deutschen Einheit aus dem Schrank holt, kann alle anderen nur in Angst und Schrecken versetzen. Dies schrieb Theo Sommer am 23. Juni 1989 als Starkolumnist der Zeit, dem Kultmedium des vereinigten politischen Irrtums. Liebe Freunde, das muss angemerkt werden, Herr Sommer trat vor einigen Monaten wieder öffentlich in Erscheinung wegen exorbitanter Steuerhinterziehung. Das war einhellige Meinung der medialen Elite, was Sommer zum Ausdruck brachte, die auch heute wieder ihr unseliges Werk mit verbissenem Fleiß betreibt. Ein Eingeständnis ihres kategorialen politischen Irrtums über Jahrzehnte war bis heute nirgends zu hören. Die Rechthaber von gestern haben von der Gabe der Selbstkritik nichts abbekommen. Im Jahre 2010 wurde Griechenland gerettet, wie es hieß. Vor allem wurde jedoch eine tragende Säule der EU-Verträge zertrümmert. Und dies im Wege eines kollektiven Vertragsbruchs. Nämlich das Prinzip, dass jeder Staat für seine eigenen Schulden verantwortlich ist und also haftet. So selbstverständlich, wie keiner von uns die Hypothek seines Nachbarn zahlt, er mag noch ein so netter Kerl sein. Seit diesem Sündenfall befindet sich die Eurozone auf abschüssiger Bahn und Griechenland hat heute noch genauso viel Schulden wie vor der Rettung, obwohl 105 Milliarden zwischendrin erlassen worden sind, aber die haben die Griechen schnell wieder aufgefüllt. Sie sind ja Menschen der schnellen Handlungsweise. Ein Investmentbanker wurde Notenbankgouverneur. Das ist, liebe Freunde, wie wenn ein Hund einen Haufen Wurst bewacht. Statt einer Art großer deutscher Bundesbank, wie wir uns das vorgestellt haben und wie es uns versprochen worden ist, eine der geachtetsten Notenbanken der Welt, haben wir nun eine europäische Zockerbude, EZB. Und die romanische Fraktion, die in der Mehrheit ist, weil sie diese vielen kleinen Staaten hat und die haben alle das gleiche Stimmgewicht wie Deutschland. Und die romanische Fraktion beschließt den Nullzins, damit die Schuldenstaaten ohne Zinslast weiter Schulden anhäufen können, bis alles zusammenbricht.
Auf diesem Sturzflug befinden wir uns. Und wo ist die Bundesregierung? Und wo ist die Kanzlerin? Sie schafft auch das nicht. Wenn derzeit, liebe Freunde, Tag und Nacht in allen Medien getrommelt wird, die besseren Wahlergebnisse der AfD im Osten beruhten auf dem Frust der Modernisierungsverlierer, liebe Freunde, dann ist das Diskriminierung und Antigermanismus. Wir wollen es mal so nennen. Das ist wie alles, was Sie täglich über uns als AfD schütten. Die Erklärung mit dem Versagen kann schon deshalb nicht stimmen, weil im Osten über 40 Jahre der neue sozialistische Mensch herangewachsen ist, wie Sie wissen, der durch den antifaschistischen Wall vor schlechten Umwelteinflüssen geschützt war. Nach dieser langen Erziehungszeit muss davon etwas zu spüren sein. Von der sozialistischen Vision waren und sind große Teile des rot-grünen Spektrums befallen, noch immer. Wenn sich heute diese Population auf andere Visionen zu konzentrieren scheint, wie Internationalismus, Multikulti, Weltenrettung durch CO2-Reduktion und Windstromproduktion auch bei Windstille, dann sieht man, dass der Mut zum Irrtum ungebrochen ist. Nein, die Erklärung für die guten Wahlergebnisse im Osten ist eine völlig andere. Die Menschen leiden unter der Frustration durch das Versprechen einer funktionierenden Demokratie, hinter das Licht geführt worden zu sein. Sie sehen, dass Frau Merkel sich über das Gesetz erhebt, wie Weiland das Zentralkomitee. Sie erleben, dass diese Regierung nicht ihren verfassungsmäßigen Auftrag erfüllt. Zitat: Ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden, wie es im Artikel 56 Absatz 1 Grundgesetz steht. Sie sehen, die Menschen, dass diese Regierung, das heißt die Kanzlerin, denn das ist dasselbe, stattdessen ein mäßiges Wohlergehen der fleißigen Menschen vereitelt. Wir liegen im mittleren Einkommenssegment in Europa, entgegen anderslautenden Meldungen der Kanzlerin, und dem Volk Schaden zufügt in einem Maße, wie dies noch kein Kanzler je getan hat. Und Sie sehen, liebe Freunde, wenn Sie ins Gesetz schauen, dass das Verhalten der Kanzlerin strafbar ist, nach § 96 Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe B des Aufenthaltsgesetzes, die Schlepperei. Das ist so. Und Sie sehen, dass die Strafjustiz trotz zahlreicher Anzeigen, auch durch die AfD, nicht tätig wird. Die Menschen haben nicht zu Unrecht das Gefühl, sie erleben noch einmal das Ähnliche wie 1989 und deshalb wählen sie uns. Und natürlich, liebe Freunde, wissen Sie, dass eine Invasion von Menschen, die zu 2/3 bis 3/4 strukturelle Analphabeten sind, wie es ein seriöser Migrationsforscher sagt, eine Kostenlast von Milliarden, ja Billionen mit sich bringt, die dieses Land nicht tragen kann.
Und Sie wissen natürlich, dass dies keine Bereicherung, sondern eine Verarmung darstellt und dies bis zum Exitus. Und Sie wissen, dass Frau Merkel überhaupt nicht daran denkt, ihre Wahnvorstellung von der Zuwanderung ohne Obergrenze aufzugeben. Sie will uns ihre Vorstellung nur besser erklären, damit wir Verstockten das begreifen. Nein, wir wollen es nicht zu begreifen. Es ist nicht zu begreifen. Und, liebe Freunde, Sie wissen, dass Herr Seehofer ein Hütchenspieler ist. Denn ob ich jedes Jahr 200.000 Migranten mit solchen Merkmalen aufnehme oder in kürzerer Zeit die gleiche Menge, kommt auf dasselbe Desaster hinaus. Von einer Abhilfe für den Bevölkerungsrückgang in Deutschland in diesem Zusammenhang zu sprechen, ist blanker Hohn. Es handelt sich um eine Verschlimmbesserung der Situation. Und, liebe Freunde, die Eurokrise und die Krise der EU hatten schon genügt, um von einer Staatskrise zu sprechen. Diese hatte uns im Jahr 2013 zusammengeführt. Uns meint die Menschen, die die AfD damals gegründet haben. Und die mangelnde Integrationsbereitschaft der Muslime begleitet uns schon Jahrzehnte. Helmut Schmidt hatte 2008 in einem Buch ausgeführt, wer weiterhin Muslime ins Land lasse, der müsse eines Tages mit einem Bürgerkrieg rechnen. Dessen Vorboten haben wir jetzt. Das ist die Lage der Nation, liebe Freunde, das ist die Lage Deutschlands. Und wir haben Blockparteien in Berlin, das gab es auch schon einmal. Die werden es nicht richten. Das Volk muss es wieder richten. Das fürchten die Blockparteien, deshalb reden sie verächtlich über Volksbefragung, Volksbegehren und Volksentscheid. Die Zeitungen sind voll von dem Malen der Gefahren, wenn das Volk die Dinge entscheidet. Deshalb versuchen Sie, den Brexit schlecht zu reden, wo dieser doch das Aufbegehren des Staatsvolkes gewesen ist, dessen Geschichte immer auf nationaler Souveränität beruht hat, meine Damen und Herren. Wir, die AfD, haben diese Forderung nach Volksentscheiden erhoben, von Anfang an. Und die SPD im vergangenen Wahlkampf wohl zum Schein auch. Wir werden diese Forderung jedoch nicht nach Belieben fallen lassen. Ich zitiere, die Einführung von Volksabstimmungen nach Schweizer Modell ist für die AfD nicht verhandelbarer Inhalt jeglicher Koalitionsvereinbarungen. Zitat Ende. So steht es in Ziffer 1.1 des Kapitels Demokratie und Grundwerte unseres Grundsatzprogramms. Und, meine Damen und Herren, so wird es gemacht. Das ist ein Versprechen, keine Drohung. Liebe Freunde, das mag vielleicht nicht ganz präsidial gewesen sein, was ich gesagt habe. Es ist aber wahrhaftig. Und es handelt sich dabei um die Darstellung des politischen Realismus. Das ist das Gegenteil von Utopie. Und darum handelt es sich bei den Visionen der Nomenklatura. Und wen Visionen heimsuchen, der sollte zur Behandlung gehen. So ebenfalls Helmut Schmidt, ein kluger Mann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus